Hier war ich noch nicht? Wow. Das geht gar nicht. Alte Grenzwacht, ja. Der Name Alte Grenzwacht kommt mir so bekannt vor. Kam die in irgendeinem Buch mal vor? Hat irgendein Charakter sie mal erwähnt oder sowas? Das kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Und zwar nicht so bekannt im Sinne von, dass wir schon mal da waren, sondern dass irgendwo irgendetwas mal darüber erzählt wurde. Erinnert mich aus irgendeinem Grund entweder an Kabaed oder an Burg Dalan, also an die eigene Burg. So das Layout, zumindest zu teilen. Es ist wunderschön. Grenzwacht Burgfried. Okay, da war nix. Ich wollte mich nur ein bisschen hochhexern. Nicht in Frage stellen. Okay. Ich wollte nur gucken, weil ich mich hier vorhin nicht in die Richtung umgeschaut hatte. Ob es vielleicht so ein Wehrgang ist, so wie hier, der sich komplett durchzieht. Genau, ich hatte es nur von hier aus dann rübergeguckt und dann dachte ich, dass es vielleicht ein Weg ist, der da so durchgeht. In eine andere Tür hinein, sieht aber nicht so aus. Okay, hier sind Goblins. Oh, du hältst aber ordentlich was aus. Ach, sind wahrscheinlich Totenpassbewohner. Ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal beim Totenpass waren. Die haben richtig derbe auf uns niedergeknüppelt. Hallo. Daneben! Ich wollte unbedingt wenigstens einen Schuss provozieren. Damit ich ihm ausweichen kann. Einfach aus Prinzip. Ich wollte hier auch gerade sagen, dass man sich bereits hier wieder eine eigene Geschichte zu dem Ort einfallen lassen könnte. Das ist einst eine wunderbar organisierte und hübsch aussehende Grenzwacht war. Doch dann sind die Goblins hier eingefallen und haben die Leute in ihrem Schlaf ermordet. Und seitdem war hier... Oh, Käse. Seitdem war hier nichts mehr los. Die Goblins haben sich einfach nur eingenistet und die Burg von draußen zerstört, vernichtet. Da war zwar ein Umschlag drin, aber Umschläge in Kisten sind gerade an solchen Orten nichts Besonderes. Okay, so viel zur alten Grenzwacht. Ich meine, gut, einerseits könnte man jetzt sagen, ja, diese Orte, die ich jetzt hier finde, die sind nicht mehr so der Knüller. Es sind halt noch so ein paar kleine extra Bonusorte. Aber hey, I'll take it. Und ich bin sowieso ein großer Fan vom Erkunden und einfach die Ruhe und die Gewissheit zu haben, dass, yo, du hast ja alles angeschaut, mein Freund. Es gibt kein Eck mehr, wo du noch nicht warst. Also irgendwelche Ecken wird es natürlich bestimmt immer geben. Wo man sagen könnte, oh, guck mal, den habe ich gar nicht gesehen. Irgendein Typ, der so ein paar Übungen macht, ein paar Dehnübungen. Das ist hier die Brücke für diejenigen von euch, die es kennen. Dann gibt es auch noch das Hängebauchschweinchen. Und nee, oder war das der umgekehrte Katzenbuckel? Also... Katzenbuckel und Hängebauch und so weiter, ne? Den haben viele Leute auch einfach so, aber es gibt ja auch diese eine Übung da. Und wie hieß das Ding nochmal, wenn du so umgekehrt bist? So wie der Typ gerade eben. Das ist einfach die The Ring-Haltung. Heute machen wir die The Ring-Übung. Machst du diese Kiste hier? So abgelegen und einsam. Echt ein Genuss, hier immer wieder rauszuschauen. Oh, das ist tiefer als erwartet. Ich gehe euch gleich da unten besuchen, aber wir haben noch eine weitere Mine. Sogar eine scheinbar... Oh, bewohnte Mine. Ah! Genau, sag ich doch. Sana. Wir waren uns einer Meinung, dass es einem... Ah! Würdig war. Hi.
Ich wollte einen super coolen Eingang machen. Aber Sana, es ist nicht so cool, wenn du so laut aufschreist. Oh, Käse. Käserad? Nee, das ist mir zu schwer. Ich kann jetzt schon bald nichts mehr tragen. Weil ich mal wieder natürlich vor der Aufnahme nicht mein Zeug ablegen gegangen bin. Aber kein Problem. Oh, guck mal da. Also, das ist ein Stein, das sehe ich auch. Aber ich meine auf meinem Kompass. Zwei weitere Orte, die ich noch nicht gefunden habe im Nordosten. Lass mal kurz gucken. Ich möchte kurz die komplettierte Karte angucken. Oh Mann, wieder zurück. Es ist gerade wieder kurz ein bisschen abgestürzt. Aber hier, ich habe nochmal nachgeguckt, hier in diesem Fleck haben wir noch 3-4 Ruinen zusammen, wo wir noch gar nicht drin waren. So ein kleiner Bereich, der sich, wie es aussieht, vernachlässigt gefühlt hat. Deswegen wollen wir den Leuten ganz viel Freude bringen, in Form von ich weiß nicht, ob das jetzt ganz korrekt war, ich wollte jetzt sagen, in Form von unangespitzten Schwertern. So nach dem Motto, unangespitzt in den Boden rammen und so weiter. Aber ich glaube, das kann man mit Schwertern nicht ganz so gut sagen. Genau, verbrenne in deinem eigenen Feuer. Oh, ich sehe eine Teleportung. Oh, ich sehe eine Falle. Ich glaube, wenn mich hier etwas noch töten kann in diesen Ruinen, dann sowas. Nein, ich habe doch keine Teleportrune gesehen. Nur ein paar hübsche Kristalle auf dem Boden. Das gehört zur Innendeko. Raumarchitektur. Wunderschön. Das ist Design. Das ist die feinste Inneneinrichtung. Die Banditen. Wir wissen ja nicht, was für Leute wir hier erledigen. Es könnte sein, dass das wirklich die nettesten Leute unter sich waren. Und eigentlich nur ihre Ruhe haben wollten. Und da dachte sich eine von denen, hey, ich mache hier uns ein paar Kristalle hin. Das ist dann unsere romantische Ecke, wo wir uns immer treffen können abends. Wir sind ja leider der Ausschuss der Gesellschaft. Aber hier haben wir uns trotzdem eine Höhle eingerichtet, die einigermaßen gemütlich ist. Wir haben noch Erzvorkommen, wo wir uns selbst Töpfe machen können, indem wir das Erz schmelzen. Und dann haben wir auch noch etwas, womit wir uns irgendwie supporten können. Mit der ganzen Nahrung und allem drum und dran. Und dann kommt Sana hier rein. Scheiß Diebespack! Slash, slash, slash. Alles tot. Gut, ich verwerfe die Theorie mit dem gemütlichen Leben, solange diese ganzen Trolle hier drin sind. Guten Tag. Das hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Aber das könnte man trotzdem noch auf alle möglichen anderen Ruinen beziehen. Dass dort, die Leute eigentlich nur ihre Ruhe haben wollten. Und Sana kommt rein und kann es einfach nicht lassen. Hi. Ah, ich sehe schon, wie das hier läuft. Die ganzen Skelette, hier unten die Trolle, oben eine Frau. Ich nehme an, dass sie versucht haben, sich eine Trollarmee zu züchten oder die Trolle unter Kontrolle zu halten. Versteht ihr? Die Trolle unter Kontrolle. Das könnten sie durchaus versucht haben, indem sie denen dann immer irgendwelche Bettler oder irgendwelche anderen für sie unwichtige Personen da runtergeschmissen haben. Alte Bergmannshandschuhe. Die lassen mich wieder total fett aussehen wahrscheinlich. Ich sehe das schon am Model. Ich weiß nicht mehr, was für ein Set das war. Das war definitiv auch irgendein Set-Gegenstand. Das war das allererste, was wir gefunden haben. Ich glaube, das war aus der Faltrind-Festung. Die kriegt es echt nicht gebacken, zu mir zu rennen, kann das sein? Und da sahen die Arme von Sana richtig breit aus. Und mir ist das die längste Zeit gar nicht aufgefallen. Oh, hier sind mehr als erwartet. Bin ich gerade eben durch die Person durchgegangen? Man könnte sagen, Sana ist da eingedrungen. Erste Entjungferung im Let's Play. Oh mein Gott. Und das sah nicht gesund aus, das war nicht gesund und hat sich bestimmt auch nicht gesund angefühlt. Guck mal, so viele Matratzen. Aber ich denke, wir können meine Theorie mit Sicherheit revidieren, dass sie nur in aller Ruhe hier so wohnen wollten.
aber versucht es trotzdem auf irgendeine andere Höhle anzuwenden. Das wäre gar nicht mal so einladend, wa? Gar nicht mal so toll. Jetzt war ich tatsächlich überall, aber irgendwie ist hier nichts. Kein Nerim-Zeichen. Auch so eine andere Sache, die ich ja nie oder sehr, sehr selten mache, ist einfach mal hochzuschauen. Hier ist eine Höhle jetzt in dem Fall, das heißt, die Decke ist schon von sich aus nicht besonders hoch. Aber ansonsten schaue ich sehr selten nach oben, auch in anderen Spielen. In Third-Person-Spielen schon ein bisschen mehr, aber ansonsten gucke ich eigentlich immer nur geradeaus oder eben nach unten, weil da sich meistens der Loot befindet. Aber oben ist mein Blindspot. Im Prinzip ist alles, was über Kopfhöhe ist, alles mein Blindspot. Da sehe ich dann einfach gar nichts mehr. Das wird geflissentlich und gekonnt ignoriert. So, hier. Also ein offensichtlicher Ort ist hier am Ende vom Weg. Ist zwar nicht immer ausschließlich am Ende vom Weg irgendwas zu finden. Wie man ja auch an vielen anderen Stellen der Karte sieht. Aber in diesem Fall gibt es da etwas Feines. Das war eine Ruine, die wir aber schon abgehakt haben. Ich meine mich sogar noch erinnern zu können, als ich damals hier unterwegs war. Was? Nicht tot? So, schön geschockfrostet den guten alten Wolf. Jetzt noch in die Kühle packen und dann habt ihr für ein paar Monate lang Fleisch. Theoretisch. Das Einzige, an was ich mich erinnern kann, war an diese eine Ruine da im Wald, wo es gerade so einen schönen Sonnenuntergang gab und ich so zwischen Bäumen hervorgelugt habe, mich langsam zu der Ruine vorgearbeitet habe und dann die Sonne mich blendete damals. Das ist so ein einprägsamer Moment, den ich noch irgendwie in mein Gehirn gebrannt habe. Ist das Steinfeld? Ja, ich bin noch, also die Burg von Steinfeld, ich bin noch nie von dieser Seite aus nach Steinfeld gekommen. Gut, das erklärt wahrscheinlich auch, warum ich diese Ruine noch nicht gefunden hatte bisher. Oh, guck mal. Ich glaube, ich hab's. Yes! Schau mal, das schließt sich hier fast direkt an den Weg von Steinfeld aus an. Kaum zu fassen. Kaum zu fassen. Fast schon unfassbar. Schmelzerlager. Hey, hier war ich auch noch nicht. Ich bin einfach überhaupt nicht in diese Richtung aufgebrochen, als ich dort war. Oh, wow. Passend beim Köhler. Wenn du lange hier arbeitest, hast du ordentlich Ruß in der Lunge. Wieder nichts drin. Ich glaube, noch so ein bisschen extra Feuer wird ihm hier nicht schaden. So viel Holzscheite. Kann ich die Öfen aufmachen? Nein. Wäre lustig gewesen. Aber ich glaube, diese Luken sind einfach nur markiert als Übergänge. Genauso wie diese Leiter, deswegen sieht man die Tür. Kann man eigentlich benutzen, um irgendwo hoch oder runter zu kommen. Okay. Ich glaube, hier ist nichts drin. Ups, nein. Häng dich nicht wieder, Ufsana. Kann ich das Erzgestein hier abbauen? Ich meine, okay, so fies wollen wir nicht sein. Na, wie geht's euch? Macht ihr gerade Pause, Joachim und Martin? Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Wie es aussieht, nichts. Hat ein bisschen Eisenerz. Hat sogar die besonderen Fackeln. Ich weiß nicht, warum jemand so weit hier draußen die coolen Fackeln haben sollte. Da kommt man ja nicht oft vorbei. Was möchtet ihr kaufen? Der Typ, der mir sagt, was möchtet ihr kaufen, der hat keine Ware. Geil. Kein Problem. Kann ja nicht jeder etwas haben. Oh, cool. Eine Kerze auf einer Kiste.
Das ist von sowas total Simplen. Geil, das sieht man nicht alle Tage. Eine Kerze auf einer Kiste, der Hammer. Aber als wir in Sildren waren, hatten wir ja auch das eine oder andere besondere Item gefunden. Da lag in irgendeiner Hütte einfach so kurz mal ein Nerim-Zeichen. Okay. War wohl wirklich nur ein kleines, süßes Lager. Hier draußen. Oh, und da sehe ich schon bereits die nächste Höhle, die ich noch nicht habe. Da in dieser Richtung. Machen wir gleich. Aber bevor ich das vergesse und mich anfange, mit komplett anderen Sachen zu beschäftigen, will ich erstmal hier kurz reinlaufen. Und oh, guck mal. Wen haben wir denn da? Ja. Ein Skelett. Ich glaube, wir haben uns vorhin verpasst. Tut mir leid. Mein Name ist Sana. Ich komme, um aufzuräumen. Hi. Genau, Speedrun-Strats. Oh yeah. Erstmal kurz die Räume aufräumen und dann sich alles ein bisschen näher anschauen. Hat nämlich auch was Eigenes hier. Während ihr das betrachtet, buff ich mich wieder bis an die Zähne. Ach, guck mal, mir ist nie so wirklich aufgefallen, dass er sich noch ein bisschen dreht dabei. Dass sie so ganz leicht schwanken. Interessant. Der hängt hier einfach nur ein bisschen ab. Oh, ich bin so gestern eingeschlafen, ich kann nichts dafür. Aber Stone, wer schläft schon so ein? Na, ich? Ich kenne das von mir selbst. Ich schlafe immer in den unmöglichsten Positionen ein. Oftmals ramme ich einfach nur meinen Kopf direkt in den Boden. Also nicht in den Boden, ins Bett halt. Auf dem Boden schlafe ich dann doch selten ein. Oh, guck mal. Boss! Unheilbringer. Zum Glück lässt sich Sana nicht mehr von solchen negativen Kerlen beeinflussen. Guck mal, menschliche Haut. Hier, das wird dir gut tun. Dir fehlt nämlich ein bisschen was. Ich versuche nur zu helfen. Sonst nichts hier? Okay. Kein Problem. Aber ich spüre schon wieder, dass irgendjemand mir ordentlich einheizen will. Dabei bin ich gerade der Heizer. Ungefähr so. Oder so. Dieser Kopf fliegt immer so wunderbar stylisch weg. Ganz genau, meine Freunde. Fault woanders hin. Ich bin so rein. Wollte ich eigentlich gerade eben sagen. Und dann ist mir aufgefallen, dass die gute Sana ja eigentlich immer noch diese Sinnesfäule hat. Die tolle Krankheit. Das heißt, bei uns ist nichts rein. Wir sind kein Stück besser als die Zombies. Und geduscht haben wir uns auch ewig nicht mehr. Oh hey. Vielen Dank. Wow. Yeah. Na, ich bin gespannt, ob wir, sagen wir mal, so. Gott, das wäre ein Clusterfuck. Ich hasse Fledermäuse. So auf 90 Nerim-Zeichen fände ich cool, wenn wir die 90% erreichen würden. Oder ob das eher so. Gott, eure Geräusche nerven mich, ihr müsst sterben! Das erinnert mich an die Zeit, als ich damals in der einen Höhle alle möglichen Bats. Batman! What? Alle möglichen. Na, wie heißen die auf Deutsch? Fledermäuse. Erledigt hatte. Und mich immer schon bereits daran gemacht habe, sie zu erledigen. Als sie in Sichtweite kamen. Das heißt, ich habe da zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, dass sie nicht feindlich sind. Und dann gleich in den Kommentaren alle möglichen Leute. Aber Stone, sie tun dir gar nichts. Lass diese armen Viecher doch in Ruhe. Nope. Die werden alle brav pulverisiert. Keine Ausnahmen.
Diese Ruine ist deutlich größer als erwartet. Oh, was ist das hier?